Grüß euch miteinander. Heute reisen wir mit dem Wärli bis auf Russland. Kommt mit! In den königlichen Palästen, in den fürstlichen Pausungen, in einem hohen Turmstübli, hat einmal vor langer, langer Zeit eine Zarentochter gelebt. Die Zarentochter war wunderschön, aber gelächelt hat sie nie. Die Zarentochter hat zwar alles gehabt, was man sich nur wünschen kann, und noch viel mehr dazu. Im Palast war eine Pracht und die Zarentochter konnte jeden Tag machen, was sie gerade so gelustet hat. Aber sie hat weder gelächelt noch gelacht. Es war gerade, wie wenn sie sich einfach nicht von Herzen freuen könnte. Die traurige Tochter war ein grosser Kummer für den Vater Zar. Und darum hat er die Tore von seinem Palast weit aufgetan und hat verkündet, alle jungen Burschen können in den Palast kommen. Und dem, was geraten, meine Tochter wieder fröhlich zu machen, der überkommt sie zur Frau. Ja, da sind die Burschen in Scharen zum Zarenpalast gekommen. Sie sind gekommen zu fahren, gekommen zu reiten, ja sogar zu Fuss sind sie gekommen. Zarensöhne, Bojarensöhne, Offiziere und auch ganz gewöhnliche Burschen. Im Palast ist ein Fest ums andere gefeiert worden. Man hat Wein und Met ausgeschenkt. Aber die Zarentochter, die hat nicht gelächelt. Ganz am anderen Ende des Landes hat dann zumal ein ehrlicher, fleissiger Knecht gelebt. Am Morgen hat er den Hof gewischt, am Abend das Fee von Weidheit getrieben und sonst den ganzen Tag fleissig gewerkt. Sein Meister war ein ehrlicher, reicher Bauer. Und der wollte seinem Knecht gar nicht schuldig bleiben. Als das Jahr rum war, hat der Meister einen Sack voll Geld auf den Tisch gelegt und gesagt: Nimm davon, mein Knecht, so viel wie du willst. Dann ist er zur Tür ausgegangen und hat sich hinter sich zugezogen. Der Knecht ist jetzt vor dem Tisch gestanden und hat überlegt: Wie soll ich es jetzt machen, dass ich mich nicht versündige und mehr nehme, weder das ich verdient habe? Und am Ende hat er nur einen einzigen Kupferbatzen genommen. Den hat er fest in der Hand gehabt, ist raus zum Brunnen gegangen, für Wasser zu trinken, und wenn er sich so vorhin hat, für das Trinken, eine Twitschin, den Kupferbatzen, trollt ins Wasser und versinkt. Jetzt hat der arme Bürstel gar nichts mehr gehabt. Jeder andere an seiner Stelle. Der wäre jetzt abgehockt, hat gerannt und klönt und jammert und die Hänge ist losgelegt. Der Knecht aber war ganz anders gewesen. Er hat gesagt, alles kommt von Gott. Er weiss, was jedem gehört. Am einen gibt er mehr wieder genug, am anderen nimmt er den letzten Kupferbatzen. Vielleicht bin ich halt doch zu wenig fleissig gewesen und habe nicht so gut gewächt. Darum wollte ich mir jetzt noch viel mehr geben. Und so ist der Knecht ein zweites Jahr bei seinem Meister geblieben. Hat fleissig gewächert und alles, was er angepackt hat, ist gut rausgekommen. Als das zweite Jahr rum war, hat der Meister wieder einen Sack voll Geld auf den Tisch gelegt und zum Knecht gesagt: Nimm davon, so viel wie du willst. Er ist zur Tür ausgegangen und hat sie hinter sich zugezogen. Und das Mal hat der Knecht nur einen einzigen Kupferbatzen genommen. Ist raus zum Brunnen gesprungen, für Wasser zu trinken und auch der Kupferbatzen hat gewünscht, ihm trollt ins Wasser und versinkt. Jetzt hat der Knecht noch fleissiger gewerkt. Am Tag hat er sich kaum zu essen gegeben, in der Nacht kaum der Schlaf. Und wir hätten können sehen, wie gut das alles geraten ist. Am Nachbar seine Matte, das Gras, hat geschlampet, die Stür gewesen. Die eigenen Matte sind grün und saftig da gestanden. Am Nachbar seine Kühe haben alle vier vor sich gestreckt. Das eigene Fell hat die Bäume drin gesehen. Am Nachbar seine Rosse haben kaum den Hogen auf mögen geschnupsen. Und die eigene, ja, die hat man es darauf noch schier müssen hinter haben. Der Bauer hat wohl gewusst, wem dass er das alles zu verdanken hat. Und als das dritte Jahr rum war, hat er wieder einen Sack voll Geld auf den Tisch gelegt und gesagt: Nimm davon, mein guter Knecht, so viel wie du willst. Du hast die ganze Arbeit gehabt und darum soll auch der Lohn dir gehören. Dann ist der Bauer zur Tür ausgegangen und hat sie hinter sich zugezogen. Der Knecht, der hat wieder nur einen einzigen Kupferbatzen genommen. Hat eine feste Hand gehabt und wenn er raus zum Brunnen kommt, was sieht er? Die zwei anderen Kupferbatzen, die sind oben aufgeschwommen. Er
hat sich gefreut, sie rausgefischt und gesagt, das ist jetzt Gottes Lohn für meine Arbeit. Und für mich ist es jetzt eine Zeit, in die Welt rauszuziehen und die Menschen lernen kennen. Das hat er auch gemacht. Er ist drauf losgewandert, ging der Nase an. Einmal ist über ein weites Feld gelaufen. Da ist auf einmal ein Müsli zu zäberlen, hat sich vorne hergestellt und gesagt, guter Mann, du wanderst durch die weite, heitere Welt. Gib mir bis ein bisschen von deinem Kopf Geld. Ich werde das nicht vergessen. Ja, der Knecht, da hat der Müsli einen Kupferpatzer gegeben. Dann ist er weitergelaufen. In einen grossen, feisten, tiefen Wald kam, ist gelaufen und gelaufen. Da ist auf einmal ein Käfer zu geraten, hat sich vorne hergestellt und gesagt, guter Mann, du wanderst durch die weite, heitere Welt. Gib mir bis ein bisschen von deinem Kupfergeld. Ich werde das nicht vergessen. Und am Käfer hat der Knecht einen Kupferpatzer gegeben und ist weitergegangen.